Hey Leute, hier ist mal wieder der Saar und ich sitze mal wieder gechillt auf meinem Sofa, trinke den geilen Melonen-Russland Energy Drink, den ich hier probiert habe, gerade eben. Oh, einfach geil. Zwar voll künstlich, aber geil. Und ich habe mich heute gefragt, welche Speckkrusten oder Schweinekrusten wohl am besten schmecken. Und zwar gibt es hier diese beiden. Die sind ziemlich teuer, ne? Die kosten 3 Euro oder so pro Packung. Und diese hier, ich weiß gar nicht mehr, wo es die gab. Vielleicht könnt ihr das in die Kommentare schreiben, wo es die gibt. Ich glaube im Real oder war das im Kaufland? Irgendwo gibt es die. Ich glaube auch in mehreren Supermärkten gibt es die. Und die sind aber deutlich billiger. Vom Aussehen finde ich die aber eigentlich ein bisschen ansprechender sogar. Ich finde, die sehen besser aufgeplustert aus. Und an den Speckkrusten ist ja immer nicht so toll, wenn da noch irgendwelche festeren Bestandteile sind. Wenn es nicht ganz aufgepufft ist, dann wird es leicht ziemlich speckig. Oder wie soll ich sagen? Es schmeckt dann so sehr nach Schweinefett einfach. Oder nach dem Schweinebindegewebe. Ich weiß auch nicht. Das muss richtig aufgeplustert sein. Und ich finde eigentlich, die hier sind nicht so ganz aufgeplustert. Aber vielleicht sind die einfach naturbelassener oder sowas. Gut, man muss jetzt noch sagen, Speck, Schweinerückenspeck, daraus wird es ja wahrscheinlich gemacht. Rückenspeck ist dieses ganz weiße Fett vom Schwein. Das ist ja sehr billig, ne? Manchmal kann man dieses Flomen kaufen. Das sind dann so kleine Stifte von Fett. Und die kann man dann selbst zu Hause auslassen. Das geht sehr gut, dann hat man noch ein bisschen Grieben. Die kosten gar nicht viel, die kosten vielleicht 2 Euro pro Kilo oder sowas. Schweineschmalz ist ja auch nicht teuer und Schweineschmalz ist eigentlich nur dieses Rückenfett, der Rückenspeck. Und das wird dann ausgelassen, ne? Also hauptsächlich jetzt. Und was haben wir denn hier für Zutaten? Also hier ist jetzt nur drin Speckkruste, Salz und Antioxidationsmittel. Gut, hier, das ist Bacon-Geschmack. Da ist noch ein bisschen mehr Zeug drin. 95% Schweineschwarte, Schweineschmalz, Salz, Maltodextrin, Aroma, Zwiebeln, Paprikaextrakt, Raucharoma, Gewürze, Antioxidationsmittel. Also so ein typisches Chips-Gewürz eigentlich ist da drin. Und hier steht auch 2,95 hat es gekostet, ne? Und die Naturdinger kosten halt das Gleiche natürlich und das ist halt schon sehr viel Geld, ne? Für so einen Snack. Jetzt frage ich mich halt, ob diese hier genauso gut sind. Ich probiere mal diese zuerst, weil die kenne ich am besten eigentlich auch. Falls dann eine Überraschung kommt, kommt sie erst später. Aber die hier kenne ich eigentlich. Die sind richtig geil. Die schmecken richtig gut, wenn man eins von denen isst. Und dann so ein bisschen Salzbrezeln oder so dazu. Zum Beispiel ein so ein Teil hier, ne? Und dann zwei so kleine Salzbrezeln dazu. Schmeckt dann richtig geil. Denn wenn man die pur isst, dann ist es irgendwie manchmal ein bisschen zu stark, finde ich. So ein, zwei sind okay. Aber wenn man jetzt viele davon essen würde, dann wäre das irgendwie. Dann ist auch dieses Schweinearoma zu stark. Ich finde übrigens auch, dass das bei den Grieben ebenfalls so ist. In dem Fall sind das jetzt Entengrieben, aber Schweinegrieben, das ist so ähnlich, ne? Gut, und jetzt mit Bacon. Sind geil mit dem Gewürz. Die mit Salz haben ein bisschen mehr Fett. Die hier haben nur 33 Gramm Fett, die hier 35 Gramm. Kalorien sind dann dementsprechend auch fast gleich. Und das ist auch interessant, ne, Leute, wenn ihr Sport macht oder so. Bei der Salzvariante haben wir 65 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Also das ist sehr viel. Und hier haben wir 61 Gramm.
Eiweiß pro 100 Gramm. Also sehr eiweißreich. Und wir haben bei beiden Sorten 3 Gramm Salz pro 100 Gramm. Also das ist chipstypisch viel. Boah, gleich mal was trinken hier. Einfach geil. Cantaloupe Melonen Energy Drink, das ist so geil. Okay. Knusprig, würzig, lecker. Die Original-Schweinekrusten. So, das ist jetzt die Billigvariante, ne? Was ist denn da drin? Schweineschwarten im Eigenfett frittiert. Salz, Kernspuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten, Weizen, Roggen, Sesam, Soja und Laktose enthalten. Ohne Farb- und Konservierungsstoffe. Die hier haben weniger Fett auf jeden Fall. 25,8 Gramm. Eiweiß haben die auch 2/3 Eiweiß, 66,5 Gramm pro 100 Gramm. Und Salz 4,8 Gramm pro 100 Gramm. Also die haben nochmal 50% mehr Salz. Also 55%. Krass. Also ich nehme jetzt mal an, die sind deutlich salziger. Dann haben sie wahrscheinlich so eine schaumigere Konsistenz, so ein bisschen trockener durch das weniger Fett. Und ich nehme mal an, dass der Geschmack auch nicht ganz so intensiv ist dann. Sie sind deutlich fluffiger. Ah, auch noch wichtig. Das hier sind 150 Gramm und das hier sind 100 Gramm. Also ich glaube, die kosten 1 € oder so. Das bedeutet, eine 150 Gramm Packung dieser Sorte wäre 1,50 € wert. Die sind auch sehr gut, aber die haben deutlich weniger Aroma, finde ich. Die Okay Snack Variante aus Dänemark ist deutlich aromareicher und komischerweise spüre ich hier mehr Salz auf der Zunge. Obwohl hier 50% mehr Salz drin sind. Das heißt, wenn jemand salzbewusst sich ernährt, dann sollte er lieber die hier nehmen, ne? Ja. Ich schätze mal, dass hier das Salz eher außen an der Außenseite aufgebracht ist. Und hier ist es wahrscheinlich in dem Teig drin, der aufgesprüht wird. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird, so extrudiert oder sowas. Die Barbecue-Variante von Okay Snacks aus Dänemark ist auch deutlich salzig. Man merkt da viel mehr Salz als bei den Original-Schweinekrusten, die von der Pico Food GmbH sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche Leute Hemmungen haben, sowas zu probieren, denn schließlich ist es einfach nur aufgesprühte oder wie sagt man, aufgeschäumte Schweinehaut, ne? Aber wenn ihr das probieren wollt, dann würde ich euch empfehlen, kauft das hier. Erstens kostet das nicht gleich 3 €. Wenn es dann doch nicht leer ist, dann ist es nicht so schlimm, wenn ihr es wegschmeißen oder verschenken müsst oder sowas. Und zweitens sind die nicht so aromaintensiv. Hier ist schon deutliches Schweinearoma drin, ne? Und wenn ihr nur diese findet aus Dänemark von Okay Snacks, dann würde ich euch empfehlen, kauft vielleicht die Bacon-Variante, weil die geht als Neuling, als Schweineschwarten-Neuling doch ein bisschen besser runter, würde ich sagen. Und die Leute, die wirklich auf Schweinegeschmack stehen, denen würde ich die richtigen dänischen Speckkrusten empfehlen. Allerdings finde ich die persönlich auch sehr intensiv. Ich strecke die immer ein bisschen mit irgendwas anderem, also mit irgendwelchen Kartoffelsnacks oder Chips oder Brezeln oder sowas. Ich würde diese 3 Sorten jedem empfehlen, der keine Aversion gegen Fleisch oder insbesondere gegen Schweinefleisch hat. Probiert das einfach mal, das ist wirklich was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Art von Snack, sowas habt ihr noch nie gegessen, wenn ihr das noch nicht kennt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ciao Leute, macht's gut. Probiert für euch selbst, welche Sorte euch am besten schmeckt. Ich habe hier meine Meinung kundgetan und dann kann ich nur noch sagen, ciao Leute!